Sachsen-Anhalt vor der Wahl. Frau Pelle, Sie sind ja Mitglied der Landesregierung, also jetzt Sie nicht persönlich, sondern die SPD. Möglicherweise könnte es ja zu einer Neuauflage dieser sogenannten Kenia-Koalition kommen. Was würden Sie denn sagen, was waren denn die größten Leistungen dieser Regierung in den letzten 4 Jahren? Ich kann eine Antwort geben aus sozialdemokratischer Sicht, denn mit vielen unserer Ideen konnten wir uns tatsächlich in dieser Koalition auch durchsetzen. Ich erwähne zum Beispiel die Absenkung der Elternbeiträge für Eltern, die in der Kita mehrere Kinder betreuen lassen. Hier haben wir tatsächlich Eltern spürbar entlastet. Wir haben es geschafft, in Sachsen-Anhalt ein Azubi-Ticket einzuführen, obwohl sich da gegen CDU und Grüne, halb gewehrt haben zumindest. Aber wir können so den Azubis ein Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr plus Bahn anbieten, mit dem sie für 50 Euro im Monat quer durchs Land fahren können. Und wir haben die Straßenausbaubeiträge abgeschafft, um Familien, gerade in den ländlichen Regionen, die ein Eigenheim besitzen, spürbar zu entlasten. Jetzt heißt es ja in Ihrem Programm für die nächste Legislaturperiode, Sie wollen richtig Geld in die Hand nehmen, um jetzt auch vermutlich auf diese Corona-Situation zu reagieren. Wie viel Geld wollen Sie denn in die Hand nehmen und was soll damit bewirkt werden? Wir sehen es als notwendig an, nach Corona tatsächlich Wirtschaftsimpulse im Land zu setzen, damit die Wirtschaft auch schnell wieder Schwung holen kann. Und wir wollen gleichzeitig den Investitionsstau, den wir im Land haben, aber auch in unseren Kommunen abbauen. Und deshalb wollen wir in einem ersten Schritt zum Beispiel 600 Millionen für Krankenhausinvestitionen zur Verfügung stellen und unseren Kommunen mehr Geld geben für eigene Tätigkeit in ihrem Umfeld. Insgesamt über die gesamte Legislatur planen wir eine Investitionssumme von insgesamt 2 Milliarden, die sich auf verschiedene Bereiche verteilt und natürlich nicht sofort im Jahr nach der Wahl umgesetzt werden sollen. 2 Milliarden, das ist ja nicht gerade ein Pappenstiel für Sachsen-Anhalt. Was sagt denn der potenzielle Koalitionspartner, was sagt denn Rainer Haseloff zu diesen Plänen? Was Rainer Haseloff zu diesen Plänen sagt, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht beantworten, weil er leider bei vielen Diskussionsrunden, bei denen ich teilgenommen habe, zwar angekündigt war, aber nicht tatsächlich an der Diskussion teilgenommen hat. Ich kann Ihnen aber beantworten, was der CDU-Finanzminister sagt. Der setzt die Signale klar auf Sparen nach der Krise. Diesen Ansatz halten wir für komplett falsch, denn auch zur Überwindung anderer wirklich tiefgreifender Einschnitte in der Bundesrepublik wie der Bankenkrise war es richtig, wirtschaftliche Impulse zu setzen. Gesundheitspolitik ist ja in Ihrem Wahlprogramm auch ein wichtiger Aspekt. Was genau haben Sie da vor, vor allem was die Versorgung im ländlichen Raum angeht? Wir haben in Sachsen-Anhalt ein gut aufgestelltes System von Krankenhäusern, und zwar flächendeckend. Aber sie haben einen unglaublichen Investitionsstau, den wir mit Geld, mit Investitionen in Höhe von 600 Millionen tatsächlich beheben wollen. Und gleichzeitig werden wir unsere Krankenhäuser unterstützen, sich zu öffnen. Wir brauchen hier auch Unterstützung vom Bund, um die Schranke zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu überwinden. Denn wir wissen, dass Krankenversorgung in Zukunft anders aussehen wird, als wir es klassisch bisher gesehen haben. Nun waren Sie ja schon, ich habe es vorhin gesagt, an dieser aktuellen Regierung beteiligt. Sie kommen beim letzten Wahlergebnis von 10,6%. Umfragen sind Umfragen, aber da werden Sie im Moment nur bei rund 10% gehandelt. Warum honoriert der Wähler nicht die Beteiligung der Sozialdemokraten an dieser Kenia-Koalition? Ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt in den letzten Tagen vor der Wahl nochmal Gas geben müssen, um genau die Erfolge, die wir auch erzielt haben als Sozialdemokraten, klarzumachen. Und den Menschen aber auch deutlich zu sagen, ohne uns hätte es diese Erfolge nicht gegeben. Die CDU hat sich gegen viele dieser Projekte tatsächlich mit Händen und Füßen gewehrt. Und ein wichtiger Aspekt für die Wahl in Sachsen-Anhalt ist auch, wenn eine CDU immer nach rechts blinkt und auch die AfD hoffähig macht mit Ideen über Minderheitsregierungen toleriert durch die AfD, muss man sich nicht wundern, wenn die Bürger denken, die AfD sei einfach nur die konservative Schwester. Und deshalb, glaube ich, haben wir tatsächlich in den nächsten Tagen noch viel zu tun, um Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass es gut ist, die Stimmen im demokratischen Spektrum abzugeben. Wo Sie die AfD schon ansprechen, die ist ja sehr stark gewesen bei der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt, 24,3%. Jetzt liegt sie bei Umfragen schon wieder bei bemerkenswerten 24%. Frau Pelle, das sind ja 24% der Menschen, die zur Wahl gehen, die haben die AfD gewählt. Den Sozialdemokraten geht es ja immer viel auch um Integration von Menschen in der Gesellschaft. Wie lange kann man denn die Wählerinnen und Wähler der AfD noch ausgrenzen?
Wir grenzen die Wählerinnen und Wähler der AfD nicht aus. Wir sind für alle Gespräche mit allen Bevölkerungsgruppen, auch wenn sie kritisch geführt werden, jederzeit offen und führen das auch. Wir haben in den letzten 5 Jahren als Fraktion viele, viele Bürgergespräche im ganzen Land gemacht, um tatsächlich abzuholen, was die Menschen vor Ort bewegt und Lösungen anzubieten. Die AfD als Partei oder als Fraktion im Landtag ist aber nicht integrierbar. Sie ist völkisch in Sachsen-Anhalt, sie ist rechtsnational und mit dieser Partei, die in Sachsen-Anhalt durch den Verfassungsschutz beobachtet wird, kann man keine Politik machen fürs Land. Katja Pehle war das von der SPD. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.